So, das, über was ich heute sprechen will, ist gewissermaßen ein schwieriges Thema. Es hat das Potenzial, dass es missverstanden wird. Es hat das Potenzial, dass es Menschen sehr ernüchtert. Und es ist also ein Thema, über was ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig gerne spreche. Aber es ist ein Thema, über das gesprochen werden muss, denn vieles davon ist heute wirklich in Vergessenheit geraten. Und es ist ganz besonders wichtig, um zu verstehen, wo wir sind und dass wir auch verstehen, dass wir sozusagen in einem holotropischen Weltbild operieren und nicht in einem linearen Weltbild und Weltgefüge operieren. Und verstehen wir das nicht, dann werden auch unsere späteren kommerziellen Anstrengungen sehr wenig Früchte tragen. Das Thema ist eigentlich wirklich, soweit man das in überhaupt einer guten Stunde alles zusammenfassen kann, ist sozusagen ein sehr kondensierter Abriss der Menschheitsgeschichte und Menschheitsentwicklung und geht wirklich bis in die Urzeiten zurück. Und da sind natürlich einige, wie sagt man, spirituell-religiöse Konzepte drin enthalten. Das geht gar nicht anders, weil die früheren Zeiten der Menschheitsgeschichte, die waren ja sehr geprägt von Religion und Spiritualität. Das geht nicht anders. Aber es ist wirklich notwendig, dass man das mit bedenkt. Und zwar nicht nur jetzt wegen uns, also auch wenn wir hier ja Atheisten sein mögen oder unter uns Atheisten sein mögen. Das ist eigentlich weniger wichtig. Was wichtig ist, ist zu verstehen, dass diejenigen, über die wir hier sprechen, keine Atheisten sind. Und dass die aufgrund ihrer spirituellen Haltung, ganz gleich auf welchem Geiste die fußt, außerordentlich machtvoll geworden sind und dass wir ohne eine solche spirituelle Haltung eigentlich kein gebührender Gegner sind für diese mächtigen Kräfte, die da schalten und walten. Und um das zu verstehen, müssen wir also weit zurück. Und da habe ich mich hauptsächlich orientiert an einem Buch von Justus Mullins. Ich schreibe mal den Namen des Autors unten rein. Einige von Ihnen mögen von dem schon gehört haben. Und ich will ein bisschen was zu ihm sagen. Justus Mullins ist also Amerikaner und hat von jungen Jahren an viel geforscht. Er war selber auch ein Angestellter des Library of Congress, also der Kongressbücherei, und ist der einzige Angestellte, der jemals Hausverbot bekommen hat, einfach aufgrund der Tatsache, weil er dort so viele Dinge entdeckt und gefunden hat und darüber geschrieben hat, die einfach nicht politisch korrekt waren. Das heißt, es ging gegen die herrschende Klasse, gegen die verborgene herrschende Klasse, gegen die das sogenannte Schattenregierung, die heute überall in der Welt im Hintergrund operiert. Und er wurde über 40 Jahre lang wirklich von den Bundesbehörden verfolgt, zwar nicht offensichtlich, sie konnten ihn nie anklagen, sie haben das hin und wieder versucht mit irgendwelchen trivialen Anklagen und da war seine Antwort immer sofort Gegenklagen und die Richter und die Staatsanwälte und die Anwälte und wen auch immer sofort zu verklagen wegen Verschwörung von irgendetwas. Und er hat sich somit nach gutem alten kommerziellen Stil auch ein Pfandrecht gegen die Kongressbücherei gesichert. Und ja, er witzelt manchmal darüber in seinen YouTube-Videos. Da kann man ihn aufsuchen. Oder er hat verschiedene bemerkenswerte Bücher geschrieben. Und er war ein Protégé, könnte man sagen, von Ezra Pound. Und Ezra Pound, der hatte, auf den will ich jetzt nicht weiter eingehen, da können Sie sicherlich einiges selber zu finden, der war eingesperrt worden, weil er eben bestimmte Sichtweisen hatte und die auch geäußert hatte, die ganz besonders in Verbindung mit Israel standen und die eben nicht so angenehm waren oder nicht politisch korrekt waren. Und Justus Mullins war sehr interessiert an dem, was er zu sagen hatte. Ezra Pound war jemand, der außerordentlich fair, tiefschürfend, tiefgründig politische Situation oder überhaupt generell Situation in der Welt analysiert hat und vor allen Dingen auch die Begabung hatte, alle diese vermeintlich separaten Ereignisse, die im Osten und im Westen stattfinden, da in Russland, da drüben in Amerika und in der Mitte Deutschland, in ein wirklich holotropisches Bild zusammenzufügen und zu erkennen, was wirklich der Hintergrund ist. Und genau das ist das, was wir brauchen, vor allen Dingen auch in Deutschland, denn die Deutschen haben, meiner Meinung nach,
die ursprünglichen Deutschen, eine besondere Aufgabe in der Menschheitsgeschichte und sind auch ganz besonders unter Attacke im Moment. Aber nicht nur die Deutschen, sondern überhaupt alle heute, die sich wirklich mit einem starken Christentum verbinden. Die sind unter ganz starker Attacke. Und das betrifft Menschen in Amerika, das betrifft Menschen in England, in Schottland, überall wirklich auf der Welt. Aber Deutschland hat eine bestimmte Rolle. Und dennoch darf man jetzt als Deutscher nicht denken, dass man hier sozusagen ausgegrenzt ist, dass die Deutschen da besonderes Ziel von diesen Angriffen sind. Sie sind es auf eine Weise, aber auf der anderen Weise erfahren sie genau dasselbe, was all die anderen ursprünglichen Völker jetzt auch erfahren. Und es gibt auch in England, in Schottland, ein sehr tief verankertes Christentum, in Irland, ja. Und auch alle diese Territorien, könnte man sagen, oder besser gesagt, diese Länder, die sind alle unter ganz besonderer Attacke heute. Und vielleicht wird am Ende des heutigen Abends auch ein bisschen klarer werden, was das da mit der Flüchtlingspolitik wirklich auf sich hat. Aber gut, gehen wir zum Thema und ich hoffe, dass Sie es aufnehmen in dem Geiste, wie es gegeben ist. Es ist in einem wohlwollenden Sinne gegeben, auch wenn vielleicht einiges kontrovers erscheinen mag oder klingen mag. Es ist reflektiert, wirklich hauptsächlich meine private Meinung hier als Kursleiter, die ich weitergebe an Sie als private Kursteilnehmer und ist deswegen natürlich wie alles andere auch als streng privat zu sehen. Also wenn wir zurückgehen in die Geschichte der Menschheit, dann gibt es die Legende, dass Satan sich mit 200 Engeln, die sich gegen Gott verschwört haben, sozusagen aus dem Reich der Himmel verabschiedet hatte und auf die Erde niedergekommen ist und sich dort mit den Weibern, und jetzt sage ich Weiber ganz bewusst, denn Weib ist das alte, substanzielle, aus dem Naturrecht kommende Begriff für Frau. Also Frau ist heute eher ein fiktiver Begriff. Damals war es Mann und Weib. Und deswegen sage ich Weib. Das ist also jetzt nicht abfällig gemeint, sondern einfach im Sinne der traditionellen Korrektheit verwende ich das Wort Weib hier. Und die haben sich mit den Weibern der Menschen sozusagen verbündelt und haben Kinder hervorgebracht. Und das ist natürlich schwierig, sowas nachzuvollziehen, ja, wenn man sagt, Satan, nun, wer ist das? Wer sind diese gefallenen Engel? Und auf welcher Ebene hat das stattgefunden? Hat das stattgefunden tatsächlich auf einer physischen Ebene? Oder ist das eher zu sehen als eine spirituelle, geistige Zusammenkunft, die bestimmte andere geistige Wesenheiten hervorgebracht hat? Das kann man nicht sagen. Also ich kann das nicht beurteilen. Aber es ist eher hier wirklich ausschlaggebend das Prinzip, denn es ist etwas passiert. Und wenn man sich das insgesamt anguckt, dann wird man möglicherweise in der Lage sein, das, was heute passiert, in diese Art von Bild, nennen wir es eine Hypothese, ja, eingliedern zu können. Und wenn man bemerkt, dass man all das, was heute passiert, eingliedern kann, in eine solche, nennen wir es ruhig Hypothese, dann ist die Hypothese ziemlich gut. Ja, dann ist sie bewiesen einfach durch die Tatsache, dass sie das reflektiert oder vielleicht der Ursprung ist dessen, was da wirklich heute vor sich geht und schon seit langer Zeit, eigentlich seit Beginn der Menschheit an, vor sich gegangen ist. Also betrachten wir es als eine Hypothese. Und jetzt diese Dämonen, dieser Satan oder auch Satona genannt in alten Schriften, die haben sich also mit den Menschenweibern verbunden und haben etwas hervorgebracht, was man das Geschlecht der Riesen nannte. Man nennt sie Nephilim oder es wird oft darauf hingewiesen, dass sie Nephilim heißen und dass diese Nephilim Riesen waren, also sehr groß in der Gestalt und auch, dass es sehr viele von denen gab. Und da will ich Ihnen kurz auch immer hier die Referenz geben, sofern ich welche habe, zur Bibel. Und das wäre also das fünfte Buch Moses, 32,17, wo eben über die Nephilim Folgendes gesagt wurde, nämlich, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, Neuen, die vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Also das zeigt, dass diese Nephilim eben nicht aus den ursprünglichen
göttlichen Geschlecht kam. Ja, eine Hälfte schon, aber dass deren Väter, die Dämonen, eben aus satanischem Ursprung her sind. Satan heißt übrigens auch, wenn man das richtig übersetzt, ist das der Gegner, der Widersacher und der Verführer. Ja? Und mehr Details als jetzt in der Bibel kann man dazu finden im Buch des Noah, wo wiederum ein weiteres Buch enthalten ist, und das ist das Buch des Enoch. Und da wird das also ziemlich genau beschrieben, die Kinder von Anak, also die Nephilim. Und da gibt es einen weiteren Verweis zum ersten Buch Moses, Kapitel 6. Da steht, in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Und Jehova sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute Jehova, dass er den Menschen gemacht hatte. Und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Übrigens ist das jetzt die Elberfelder Übersetzung von 1871. Das ist die, die ich am besten finde. Die Luther-Version ist sehr stark manipuliert und regelrecht falsch übersetzt in vieler Hinsicht. Oder in dem vierten Buch Moses, 13. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Kinder Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und also waren wir auch in ihren Augen. Im fünften Buch Moses, 9, ein großes und hohes Volk, die Söhne des Enakim, die du ja kennst und von denen du ja gehört hast. Wer kann vor den Kindern Enaks bestehen? Und es gibt da also eine ganze Menge Hinweise in der Bibel auf dieses Riesengeschlecht, und wir kennen das auch in den Legenden, die Riesen, und das sind eben wohl die Nephilim. Es gibt übrigens viele Schriften, nicht nur jetzt die Bibel, sondern viele Schriften, auch ursprüngliche talmudische Schriften. Und damit meine ich nicht den babylonischen Talmud, sondern wirklich die ursprünglich talmudischen Schriften, die darauf hinweisen und die heute sozusagen entweder ja es einfach nicht mehr gibt oder zumindest die so verborgen sind, dass es nur schwer ist, an sie ranzukommen. Aber sie gibt es. Und wenn man dran bleibt und sich viele Jahre damit beschäftigt, dann kann es auch durchaus sein, dass man mal so ein Schriftstück zu Augen bekommt. Und daran muss man sich halten und darf da nicht auf Spekulationen einfach wirklich da jetzt reinfallen. Auf jeden Fall haben diese Nephilim, diese Kinder der Anak und des Satans sozusagen, großes Unwesen getrieben auf der Erde, haben die Menschen verführt, unter anderem auch Eva in Form der Schlange. Und Eva hat ja zwei Kinder gehabt, Abel und Kain. Und Kain, das ist jetzt die Ansicht von bestimmten Gelehrten, das ist keine Schulansicht, das ist auch keine Ansicht, die irgendwie jetzt groß veröffentlicht wurde, aber Kain ist wohl der Sohn mit Eva eines Nephilim. Und Abel hingegen war kein Sohn des Nephilim, sondern war tatsächlich ein Sohn von Adam. Also er war Adamit. Und es gibt die Adamiten und die Nicht-Adamiten. Das sind also die, die direkt abstammen von Adam. Und Kain, der war böse in seinem Herzen, der hat den Abel erschlagen, einfach aus Neid und Eifersucht. Und das hatte natürlich weitgehende Folgen. Auf jeden Fall ist durch das Geschlecht Kains so viel Böses und die Vermischung mit den Nephilim so viel Böses in die Welt gekommen, dass da eben die Legende da ist in der Bibel, dass die Welt unter Wasser gesetzt wurde, also die große Sintflut kam und Noah ausgesucht wurde als derjenige und dessen Geschlecht, der jetzt sozusagen die Menschheit, die Guten, retten sollte und vor allen Dingen auch immer ein paar von den jeweiligen Tierarten. Und er baute eine große Arche, wie sie das alle kennen. Und das Interessante ist von Noah ist, dass sein Blut sich niemals vermischt hatte. Jetzt muss man sehen, wenn man liest, ja, Noah war 600 Jahre alt in der Bibel. Dann kann man sich überlegen, nun, wie kann das sein? Wie kann ein Mann 600 Jahre alt sein? Nun, das kann man sich nicht vorstellen, sicherlich nicht. Das macht auch nichts, aber man kann auch sagen, dass es vielleicht Noahs Geschlecht war, was 600 Jahre alt war insgesamt, bis zu dem Zeitpunkt der Sintflut. Und auf jeden Fall hatte sich dieses Geschlecht niemals mit dem Blute der Nephilim vermischt. Und das war wohl das entscheidende Kriterium, warum er ausgesucht wurde, um eben sozusagen das Gute des Menschen herüberzuretten, also die Schöpfung Gottes herüberzuretten.
Und es gab eine Regel auf der Arche Noah, das ist in der Bibel jetzt nicht unmittelbar ausgesprochen, aber das ist wiederum in anderen Büchern, vor allen Dingen in talmudischen, ursprünglich talmudischen Schriften, kann man das dort finden, gab es eine Regel, dass während der Zeit der Sintflut niemand dort sexuellen Kontakt haben durfte. Einfach deswegen, weil auf der Arche war begrenzter Platz. Und die Sintflut, das war wohl eigentlich sehr viel länger als jetzt nur 40 Tage und Nächte, wie es in der Bibel beschrieben steht. Ja, das kann sich da wirklich möglicherweise um Jahrzehnte gehandelt haben. Und das weiß man heute nicht so genau. Jetzt muss man wissen, dass Noah drei Söhne hatte. Und das war Ham, Shem und Japhet. Da kommen wir später noch drauf. Das ist nämlich auch nicht so ganz klar. Und es ist sicherlich in der Bibel nicht korrekt wiedergegeben. Aber Ham war derjenige, der dieses Gebot gebrochen hatte auf der Arche Noah und sich mit einer schwarzhäutigen Frau eingelassen hat, die sich auf die Arche Noah geschmuggelt hatte. Eine Nephilim. Und aus dieser Verbindung ging hervor eben zumindest der Sohn Kusch. Es ist etwas umstritten, ob Kanaan auch aus dieser Verbindung hervorging, aber auf jeden Fall hat Noah davon erfahren. Und war sehr, sehr, sehr betrübt, dass jetzt sich sein reines Blut vermischt hatte mit den Nephilim. Und er hatte sehr viel Angst vor Gottes Strafe. Und die Legende geht, dass er sich also dann eines Tages so betrunken hatte, dass er nicht mehr Herr seiner Sinne war und eben sozusagen entblößt im Zelte lag und dann aufgefunden wurde von Shem und Japhet, die ihn bedeckt hatten. Aber am darauffolgenden Tag hat Noah, und das ist in der Bibel gar nicht weiter erläutert, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man da nur auf die Bibel Bezug nimmt, am Tage darauf hat Noah den Enkel, nicht den Sohn, sondern den Enkel, Kanaan, das war der Sohn von Ham, verflucht und all seine Nachkömmlinge, seine Nachfolger. Und er hat ganz klar gesagt in dem Fluch, dass alle die Nachkömmlinge von Kanaan in Zukunft Japhet und Ham und Shem, also Japhet und Shem und deren Abkömmlinge und deren Nationen zu dienen haben, bis auf alle Zeiten hin, dass sie denen untertan sind. Und das nennt man den Fluch von Kanaan. Und dieses Buch, was Justus Mullins geschrieben hat, heißt auch The Curse of Canaan. Ich schreibe das unten rein. Da finden Sie auch viele Referenzen noch zusätzlich, The Curse of Canaan. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch übersetzt wurde. Ich habe es nicht gefunden auf Deutsch. Ich schreibe das auf Deutsch, der Fluch von Kanaan. Und das ist ein, finde ich, hervorragendes Werk, eben weil es so viele Referenzen hat auf die verschiedenen Punkte. Und er es geschafft hat, das in gerade mal gut 150 Seiten alles einigermaßen plausibel zu erklären. Also Sie sehen, das ist sehr schwierig, das so jetzt in der Kürze und Würze zusammenzufassen. Das ist also der Fluch von Kanaan. Und von da an kann man wirklich sagen, das ist sozusagen der Kampf in der Menschheit, der stattfindet. Die Vermutung ist wirklich hier, dass Kanaan und Kusch beides Abkömmlinge waren von dieser dunkelhäutigen Frau, mit der Ham auf der Arche eben eine Verbindung hatte und weiterhin danach. Und das sozusagen sich da herüber gerettet hat über die Sintflut, das was eben wirklich als Widersacherkräfte in der Menschheit operiert. Und ich sage nicht, dass das nicht von Gott aus sozusagen genehmigt war. Ja, das will ich damit nicht sagen. Denn er hat natürlich einen Plan. Er will natürlich testen, wie loyal ist seine Schöpfung ihm gegenüber. Was kann sie erreichen? Und wenn da nie ein Widersacher da ist, der das auch mal austestet, dann sind wir alle herzlich blind und unbewusst und können eigentlich wirklich gar nicht ermessen, was für eine Freiheit wir wirklich erreichen können, was für ein Grad von Verantwortung, was für ein Grad von Schöpferkraft. Also ich will das hier nicht verurteilen, das kann ich auch gar nicht. Ich bin nicht in der Position, das zu tun. Aber nur hier mal als Gegenpunkt, dass man hier nicht ganz jetzt absackt in düstere Gefühle oder Gedanken. Das ist einfach das, was sich wohl so zugetragen hat. Der Verdacht ist von einigen Gelehrten, dass sich Kanaan homosexuell an seinem Großvater vergriffen hat. Und dass nur das wirklich der Grund war, warum Noah einen so wahnsinnig allumfassenden Fluch ausgesprochen hat. Ja.
Aber was aus den Abkömmlingen von Kanaan hervorgegangen ist, da kommen wir später drauf. Die Abkömmlinge von Ham waren also Kusch und Kanaan, von denen man vermutet, dass sie beide eben von dieser Pre-Adamite, also voradamischen Frau, von dieser schwarzhäutigen Frau geboren wurde. Und dann gab es noch Mizraim und Put. Ja, das sind auch noch zwei Söhne. Jetzt, wenn wir auf Kusch eingehen, das ist interessant, weil in den talmudischen Schriften bedeutet Kushi eben der Schwarzhäutige. Ja, deswegen wurde er auch Kusch genannt, der Sohn. Man muss sich überlegen, dass Namen damals, das war nicht einfach irgendetwas, was keine Bedeutung hatte, was man sich ausgedacht hatte. Das hatte wirklich, das hat jemanden beschrieben an ganz wesentlichen Merkmalen. Ja, vielleicht der Glatzköpfige oder der Dunkelhäutige, ja, oder der Langnäsige, was auch immer. Es gab dafür Namen. Und in talmudischen Schriften wurde er eben mit dem Wort Kushi beschrieben und das ist eben der Schwarzhäutige. Und aus dieser Verbindung, möglicherweise auch von Kanaan natürlich, dem Sohn von Ham, dem anderen Sohn von Ham, sind also sozusagen die schwarzhäutigen, dunkelhäutigen Völker hervorgegangen. Kusch selber hat auch einen Sohn dann gezeugt und dieser Sohn hieß Nimrod. Und in Nimrod ist die ganze Boshaftigkeit dieser Nephilim, also dieser satanischen Abkömmlinge, voll zum Ausbruch gekommen. Ich weiß nicht, wie viel Sie wissen über Nimrod, aber Nimrod war der Urvater von so vielen Dingen, die heute noch hier Einfluss haben in der Menschheit. Das kann man schon fast gar nicht beschreiben. Er war blutrünstig, er war absolut pervers, er war engagiert in regelmäßigen Kindernopfern und der Verwertung von Kindesblut und dem Essen von Menschenfleisch. Übrigens hauptsächlich von den Abkömmlingen von Shem, welcher ja ein anderer Sohn von Noah war. Und die Shem waren die blauäugigen, die hellhaarigen Menschen, die also vorwiegend dann sich später über Europa ausgebreitet hatten. Und die waren auch diejenigen, die das Christentum aufgenommen haben, ganz besonders. Also wenn man daran denkt, vielleicht kann man das bisschen vergleichen mit ja Arier, da könnte man sagen, das sind Abkömmlinge von Shem. Die waren sehr gottesfürchtig, sehr nobel, mutig und waren eine hervorragende Kriegerklasse. Das heißt, die waren außerordentlich gut in der Kriegsführung, aber nicht zur Eroberung, sondern zur Verteidigung. Und da kommen wir noch darauf, warum das notwendig war. Aber Nimrod war blutrünstig, er war pervers und hat auch immer wieder dafür gesorgt, dass Genozid verübt wurde, hauptsächlich eben an den Nachkömmlingen, Abkömmlingen von den Shem, also den Helläugigen, den hellhaarigen Menschen. In talmudischen Schriften wird Nimrod beschrieben als derjenige, der alle Menschen zur Rebellion gegen Gott verführte. Also mit allen Menschen ist wahrscheinlich gemeint diejenigen, die mit ihm in Kontakt kamen. Und das war sehr häufig. Sein Zeichen, das ist das okkulte Zeichen, was für ihn steht, ist das Zeichen X. Also das sieht aus wie der Großbuchstabe X. Vielleicht nennt man das auch das Andreaskreuz. Das ist das Zeichen von Nimrod. Hat man zwei X'e hintereinander oder drei, dann heißt das, man ist double-crossed. Ich weiß nicht, was es dafür auf Deutsch für einen Ausdruck gibt. Auf Englisch sagt man, wenn jemand double-crossed wird, das heißt, dann ist er zweimal hintergangen worden sozusagen. Er ist also sozusagen dem Satan überliefert worden. Und wenn man jetzt sich den Buchstaben X mal anguckt, in Firmennamen heute, ganz besonders auffällig ist es natürlich in Exxon, was eine Firma von Standard Oil war, Rockefeller, die ja bekannte Satanisten sind, dann sieht man es in dem X-Faktor. Also alles, was mit dem Buchstaben X zu tun hat heutzutage, ist wohl eine Referenz zu Nimrod. Davon kann man ausgehen, denn diese Dinge passieren nicht per Zufall, das wird nicht einfach in irgendwelchen Köpfen spontan bei einem Golfspiel sich ausgedacht, sondern da geht sehr viel Planung hinein und sehr viel Überlegung. Es muss eine Wirkung haben, ein Logo, denn sonst bringt es nichts. Also er hat besonders eben seine Herrschaft ausgebaut und hat seine ganze Macht bezogen eben aus dieser Blutrünstigkeit gegen die Kinder von Shem, also die Abkömmlinge von Shem.
Und er ist derjenige, der natürlich auch ganz besonders den Kannibalismus praktiziert hat. Und Kannibalismus ist eine Wortzusammenfügung. Das kommt natürlich von Kanaan. Kanaan war jetzt nicht nur ein Enkel Noahs, sondern Kanaan war auch ein Land. Oder ja, ein Gebiet, auf dem sich diese Kanaaniten, die Abkömmlinge von Kanaan, niedergelassen hatten. Und das ist das heutige Israel. Das war das Land, wo die sich niedergelassen hatten. Also Nimrod, ein anderes Wort oder ein anderer Name für Nimrod, ist Baal oder Bel oder Marduk oder Merodach. Das waren alles Aliasnamen für Nimrod, je nachdem, in welchen Schriften man nachforscht. Jetzt muss man sich überlegen, warum haben die sich engagiert in Kannibalismus, ganz besonders eben der Schem, der Abkömmlinge von Schem. Das war, weil, so sagt das die Legende, weil sie geglaubt haben, dass die Kraft, die Reinheit des Blutes der Schem, die Göttlichkeit der Schem übergeht in die Kanaaniten, wenn sie deren Blut trinken und deren Fleisch essen. Sie kennen das wahrscheinlich aus anderen Völkern, die diese Ansicht hatten, dass wenn sie ihre Feinde verzehrten, dass dann die Kraft von denen in die überging. Und wir belächeln heute solche Dinge, aber das ist wirklich etwas, woran die Menschen damals sehr stark geglaubt haben. Und man muss sich überlegen, ob da was dran ist und ob wir heute wirklich so erleuchtet sind, wie wir das denken, oder ob wir vielleicht noch mehr im Dunkeln tappen, als man sich das selber eingestehen will. Also das war auf jeden Fall der Grund dahinter. Und das heißt, es war wie ein Versuch, sich von diesem Fluch zu befreien. Und das ist der Versuch der Kanaaniten heute, der Abkömmlinge, sich von diesem Fluch zu befreien. Aber sie haben das alle anstatt durch Demut und durch ein ständiges sich aufopfern nach diesem Fluch, ja, für die Abkömmlinge Schems und Japhets, haben sie sich entschieden, genau das Gegenteil zu tun. Sie haben sich entschieden, gegen Gott zu rebellieren, gegen den Mann Gottes, nämlich Noah, und sind also in allem, was heute niederträchtig und brutal und unvorstellbar ist, in dem engagieren sie sich. Das sind Dinge, die kann man sich als normaler Mensch nicht vorstellen. Und ganz besonders die Abkömmlinge von Schem haben ganz besonders Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Und das ist ein großer Nachteil. Das ist ein großer Nachteil. Und man will das auch gar nicht wirklich nachvollziehen. Deswegen ist es etwas, worüber ich auch nicht gerne spreche, weil es einfach so schwierig ist, sich damit zu verbinden. Aber es geht nicht anders, ja. Man muss dem ins Auge schauen und muss die Dinge so erkennen, wie sie sind, damit man auch effektiv Maßnahmen ergreifen kann. Und darüber sprechen wir ja auch noch. Also das Wort Kannibalismus kam eben aus dem zusammen Kanaan und Baal, also Nimrod. Das ist der Kannibalismus. Das ist das, was der kanaanitische Nimrod oder der Nimrod, der durch Kanaan wirkt, tut. Das heißt, der Verzehr, der Schem, um zu versuchen, reines Blut in sich aufzunehmen, um sich von dem Fluch zu erlösen, den sie von Noah auferlegt bekommen hatten. Und Sie merken, wir kommen da auf viele Dinge wirklich, wie zum Beispiel die Kraft eines Fluches oder die Kraft des gesprochenen Wortes, belächeln wir heute oft. Das gibt es nicht und das kann doch gar nicht sein. Und dann müssen wir bloß mal drüber nachdenken, wenn wir einen Brief bekommen von einem Gerichtsvollzieher oder von einem Gericht, was so ein Brief mit uns anfangen kann. Das sind nur Worte auf einem Stück Papier. Das hat nicht einmal jemand ausgesprochen. Das wird vielleicht heute rein maschinell erstellt. Und trotzdem hat das in uns eine grundlegende Wirkung. Ja? Jetzt das gesprochene Wort, das Phonetische, der Klang. Und Sprache ist phonetisch. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Sprache ist immer phonetisch. Das heißt, der Klang entscheidet, nicht die Schreibweise. Es ist der Klang, der Realitäten schafft. Und man kann mit Worten sehr viel erreichen. Man kann jemanden trösten damit oder man kann mit einem Satz einen anderen Menschen völlig verzweifelt machen. Also Worte haben einen ganz tiefen Eindruck, vor allen Dingen, wenn sie gesprochen sind, vor allen Dingen, wenn sie nahe unter Menschen, unter Nahestehenden gesprochen werden, ja. Aber auch nicht mal das, auch unter Fremden kann das wirklich das eine oder das andere bewirken. Also das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ein Fluch ist ein Wort gesprochen in einer Absicht, jemanden anderen sich untertan zu machen. Und ein Segen ist ein Wort gesprochen, indem man den anderen in sozusagen bestärkt und ihm Gottes Segen wünscht, zum Beispiel, dass er das erreicht, was er erreichen soll. Also Fluch und Segen
Das sind sozusagen die Gegenteile hier. Und wie schön ist es, wenn man mal gesegnet wird. So, das nur bezüglich von Fluch und Segen. Jetzt gibt es noch etwas, jetzt, wenn man alte die ursprüngliche Freimaurerverfassung, also die Constitution of Freemasons, betrachtet, dann findet man dort, dass Nimrod der Patron, also der Schutzherr des Freimaurertums ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das so ist oder nicht so ist, aber man kann ja nur nach dem gehen, was da geschrieben steht. Shem war so erzürnt und erbost über das, was Nimrod da seinen Abkömmlingen angetan hat, dass er Nimrod verurteilt hat. Dass er gesagt hat, das, was er tut, das ist gegen göttliches Gesetz, das ist gegen die Prinzipien Gottes, dieses Schlachten und Ermorden von den Abkömmlingen von Gott, nämlich den Shem, das ist ein Verbrechen und er hat Nimrod selber dann enthauptet. Und das hat einen großen Schock gesendet durch diese sozusagen Priestertümer, die ja diesem Nimrod untertan waren. Die sind alle in den Untergrund gegangen. Also was sich da alles in den Untergrund verflüchtigt hat, das kann man jetzt gar nicht aufzählen. Aber Shem hat wahrscheinlich da einen Fehler begangen. Und zwar hat er die Körperteile Nimrods aufgeteilt und die an die verschiedenen Hochburgen, auch dem alten Babylon übrigens, geschickt als Warnzeichen, dass das jedem passiert, der weiterhin diese üblen und boshaften und gottverachtenden Praktiken ausübt, wie Kindesopfer und sexuelle Perversion und so weiter und so fort. Nun, anstatt dass die geschockt waren, haben die diese Teile von Nimrod einbalsamiert und von nun an in ihren Schreinen in den Untergrundgemäuern, wo sie von da ab das alles weitergemacht haben, sozusagen verehrt und als die Energie ihrer eigenen Kraft genommen. Also diese Körperteile angebetet. Das hatte also nicht den gewünschten Effekt, den Shem da im Auge hatte. Und da zeigt sich etwas, was auch heute eben noch in den Abkömmlingen von Shem vorhanden ist. Darunter zählen auch die Deutschen übrigens. Das ist, dass eine Gutgläubigkeit vorliegt, die brutal ausgenutzt wird. Und es gibt viele Referenzen in der Bibel, die ganz klar sagen, ich kann jetzt nicht alle zitieren, ich habe versucht, die alle zusammenzutragen, aber das sind einfach wirklich wahnsinnig viele, wo Gott immer wieder darüber gesprochen hatte, dass die Shem dafür sorgen müssen, dass die Kanaaniten gnadenlos verfolgt und ausgerottet werden. Das hat er gesagt zu den Shem. Und die Shem haben das auch gemacht, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, das, die letzte Hochburg hier in Deutschland, das war das Geschlecht der Hohenzollern, die sich bis zum geht nicht mehr gewehrt haben. Das waren die letzten Deutschen aus dem Adel, die sich gegen die Kanaaniten gewehrt haben und dann letztendlich auch aufgeben mussten. Und die Kanaaniten haben dann eine Stadt gegründet, die hieß Karthago, das wissen Sie alle. Hannibal war ein großer Kanaanitenführer und Rom hat Hannibal besiegt. Also Rom war gegründet von Shem ursprünglich und war dazu da, eben ein Bollwerk gegen die Kanaaniten zu bilden. Und jetzt sehen Sie auch, was es da für eine Bewandtnis mit sich hat, mit der katholischen Kirche, mit der ursprünglichen katholischen Kirche, dem Stuhl Petri, der in Rom gegründet wurde. Das diente dazu, das Christentum aufzunehmen und das Christentum als Bollwerk sozusagen zu haben gegen dieses, man sagt dazu Heidentum, gegen diese barbarischen Prinzipien des Kannibalismus und des Kindesopfer und der Verfolgung und regelrechten Abschlachtung der Shem, der Abkömmlinge von Shem. Und Rom hat Karthago besiegt. Und zwar so überwältigend, dass ein großer Ärger sich unter den Kanaaniten ausbreitete. Und die sich geschworen hatten dann in ihrer eigenen Verfassung, dass sie morden, dass sie stehlen und dass sie lügen und dass sie sich gegen ihre Herren auflehnen. Das ist der Schwur der Kanaaniten. Und es gibt heute einen Schwur noch in einer bestimmten Glaubensrichtung, die dem sehr ähnlich kommt. Den Namen sage ich jetzt nicht, das können Sie selber herausfinden, der genau diese Prinzipien aufrechterhält. Und das heißt, den Kanaaniten, den Abkömmlingen der Kanaaniten, ist
unter gar keinen Umständen in irgendeiner Form zu trauen. Denn die nutzen die Gutgläubigkeit aus und wenn sie die Schem nicht mehr brauchen, dann werfen sie sie einfach weg. Und ob die untergehen, ob die sterben oder vor Krankheit dahinsiechen, das ist denen wirklich völlig egal. Aber das ist der Kampf zwischen den Schem und den Kanaaniten. Also den Schem und den Ham, könnte man sagen, den Abkömmlingen von Ham, mit dem wir es heute zu tun haben. Jetzt, die Kanaaniten, die waren, wie ich das schon erwähnt hatte, immer oft besiegt worden in der Geschichte der Menschheit durch die Schem, die, wie ich auch schon erwähnt hatte, sehr kriegerisch sehr bewandt waren, die sehr klug waren in der Kriegsführung und die das nie eingesetzt hatten, um irgendjemanden ungerechtfertigt zu schaden, sondern wirklich um sich zu verteidigen. Die Schem haben sich mehr angesiedelt, um so ein bisschen auch einen geografischen Bezug herzustellen, haben sich eher angesiedelt weg vom Wasser, mehr in die Gebirgsgegenden, mehr in das Festland zurückgezogen, wo sie hauptsächlich eben ihre eigene Agrikultur betrieben hatten, auch ihre eigene Industrie, das sehr manuell war, künstlerische Kunstfertigkeit, Technik und so weiter. Das haben die entwickelt wirklich in ihren eigenen Gemeinden, kann man sagen, in ihren eigenen Stämmen auch. Und die Kanaaniten, die, das ist auch nicht verwunderlich natürlich, die haben sich eher gewässernah angesiedelt. Das waren diejenigen, die Schiffsbau betrieben haben und natürlich Handel getrieben haben. Und natürlich auch Piraterie betrieben haben und so weiter und so fort. Und dieses Handeln der Kanaaniten war von den Schem sehr verachtet, weil die bemerkt hatten, dass die Kanaaniten Handel betreiben zum Profit. Und Profit ist wirklich etwas, was in den Augen der Schem verwerflich war, vor allen Dingen, wenn es so exorbitante Profite waren, wie die Kanaaniten zum Beispiel durch das Ausleihen, Verleihen von Gold, Silber und so weiter erwirtschaftet hatten. Das galt als Sünde. Und Sie wissen, Sie kennen die Geschichte aus der Bibel sicherlich, wo Christus in den Tempel geht und die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel rauswirft und ihnen sagt, ihr habt im Hause Gottes nichts zu suchen oder im Hause meines Vaters nichts zu suchen. Und das ist wirklich das einzige Mal, wo man sagen kann, wo Christus regelrecht physisch aktiv oder sogar, könnte man sagen, gewalttätig geworden ist. Und das hat eine Bewandtnis hier. Das ist jetzt, wenn man dieses Prinzip der Schem und der Ham mal überträgt und sagt, nun gut, das mögen Völker gewesen sein oder Stämme, das mag sich ausdrucken in der Hautfarbe oder in der Augenfarbe heutzutage, aber vielleicht steht es für etwas auch viel tiefergehendes. Vielleicht steht es für Qualitäten, die der Mensch wirklich in seiner Seele hat. Vielleicht haben wir beides. Ja? Und das ist eine Frage, die muss man sich stellen. Jetzt, wenn man es völlig unmöglich befindet, das nachzuvollziehen, dass es solche Menschen wie Kanaaniten gibt, die so brutal, so ja unvorstellbare Dinge tun, auch heute noch, Dinge, die wirklich sehr atavistisch klingen würden, würde ich sie erwähnen, ja, dann, wenn man da Schwierigkeiten hat, sich das vorzustellen, dann, das sage ich ganz offen, dann muss man an sich arbeiten. Nicht, dass man sich jetzt versucht, da in den Sumpf der Abnormalitäten und Perversionen hineinzuarbeiten, aber dass man es wenigstens für möglich hält, dass man nicht blauäugig ist. Na, daher kommt der Ausdruck, nicht blauäugig sein wahrscheinlich, ja, weil die Schem immer zu gutmütig waren, zumindest in neuerer Zeit. Das ist keine Kritik, es ist einfach nur eine Feststellung. Das heißt, die heutigen Abkömmlinge von Schem sind nicht ausgerüstet in ihrer Denkweise, in ihrer Weltwahrnehmung, und vor allen Dingen in ihrer Geistlosigkeit, damit ich meine Religionslosigkeit, um dieser Attacke der Kanaaniten standzuhalten. Das ist der Grund, warum ich darüber spreche. Ja? Und das hat damit zu tun, weil die Schem heute auf tragische Art und Weise ihren ursprünglichen Bezug zum Christentum und zu Gott verloren haben. Das ist der Grund dafür. Und deswegen geht es so bergab mit Europa und Sie können das ja unschwer sehen, was da passiert im Moment. Jetzt darf man das aber nicht sehen, ja, als hier, ja, die dunkelhäutigen Araber kommen jetzt nach Deutschland und die überrennen uns. Da sind die Kanaaniten, wir sind die Schem. Denken Sie immer dran, vielleicht tragen wir beides in uns selber. Das ist sicherlich ein interessantes Zeichen, aber man darf nicht urteilen darüber. Ja, urteilen kann man darüber nicht, weil weder Sie noch ich
haben all die Fakten wirklich. Und es steht auch geschrieben in der Bibel, der, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und das ist das Prinzip hier. Also wir wollen nicht urteilen, aber wahrnehmen. Das heißt, die Dinge sehen und erkennen, soweit wir das wollen, soweit wir das können. Darum geht es. Es geht hier nicht um Steine werfen und um zu verurteilen. Jetzt muss man sich ja auch mal überlegen, was das bedeutet, ja, für ganze Generationen. Überlegen Sie sich einmal, Ihr Ur, ich weiß nicht, wie viele Ur es davor gehören, Großvater, hat ein Vergehen begangen und dafür wurde er verflucht und noch bis heute, Sie stehen unter dem Bann dieses Fluches, Ihre Kinder werden darunter stehen, Ihre Enkelkinder, Ihre Urenkel und so weiter, die stehen alle unter diesem Fluch, ja. Ohne, dass das absehbar ist, ohne, dass das ein Ende nehmen kann, ja. Da kann man schon auf merkwürdige Gedanken kommen, um sich dieses Fluches zu entledigen, auch wenn das ein Grund war. Nun, ein Fluch ist etwas, das muss man genauso tragen wie ein Segen. Ja, das eine geht ohne das andere nicht. Das heißt, das muss man genauso tragen und sich dem beugen und dafür Verantwortung übernehmen und alles tun, was in der eigenen Macht steht, um so ein Vergehen, so gut man es kann, wieder gut zu machen. Das ist also nicht etwas, wo man einfach sagen kann, gut, da versuchen wir uns jetzt rauszulavieren, aber die Kanaaniten denken darüber anders und denken sie dran, die sind vermischt mit den Dämonen. Jetzt habe ich vergessen zu erwähnen, dass Nimrod, die Kanaaniten, dass die alle in diesen Dämonen wirklich anbeten, dass die sich ergehen in Rituale, die wirklich dämonischer Natur sind. Ja? Und auch wenn diese Begriffe oder die Vorstellung, auch wenn das befremdlich klingen mag, das ist nicht für die befremdlich, das ist für die, deren ganze Philosophie, deren ganzes Leben, aus der sie sehr viel Macht ziehen. Sehr viel mehr Macht, als sie haben in ihrem Leben, wenn sie möglicherweise nicht christlich sind oder überhaupt keine spirituellen Ausrichtungen haben. Ja, das sehen sie jeden Tag am Kommerz. Da haben die sehr viel mehr Macht. Oder so scheint es. Ich will das etwas relativieren. So scheint es. So. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, dass die Abkömmlinge von Schem sich mehr in die Berge zurückgezogen hatten, also mehr ins Inland auch, um dort ihre eigene Industrie, könnte man sagen, ihre eigenen Wirtschaftsleben sozusagen aufzubauen und die Kanaaniten sich mehr um das Wasser gekümmert haben, nicht wahr? Die Hochsee. Und die hatten jetzt einen Plan und eine Idee. Erst einmal der erste Plan war, dass sie natürlich sehr reich werden mussten. Und Reichtum bestand nicht darin, dass sie jetzt so viel Gold hatten, wie sie selber finden konnten, sondern dass sie so viel Gold hatten und so viel Wertgegenständen, wie sie nur ansammeln konnten von anderen. Das heißt, deren ganze Handel war darauf ausgerichtet, wertvolle Dinge zu finden und die zu bestimmten Preisen oder im Tausch für bestimmte andere Dinge zu veräußern. Und lange bevor jetzt hier Gold da überhaupt von großer Bedeutung war für die, das war also jetzt hier in vorchristlichen Zeiten, da kommt es her, da gab es die lilane Farbe, Purple Color oder Purple Dye, Farbstoff. Das war wohl etwas, was außerordentlich wichtig war, vor allen Dingen auch für Königshäuser damals, für die Herrscher- und Adelshäuser, also die noblen Geschlechter, wenn man so will. Und jeder, der Rang und Namen hatte, der wollte diese lilane Farbstoff haben, also oder ja, Dye, Farbe. Und den haben diese Kanaaniten als erstes wirklich außerordentlich gewinnbringend gehandelt. Und man nannte sie deswegen die Phönizier. Und zwar kommt das aus einem griechischen Wort, das ist mir jetzt entfallen. Aber das bedeutet lilane Farbe oder purple dye, purple. Und daher kommt das Wort Phönizier und später Venedig, Venezianer. Und Sie sehen schon, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich, dass sich die Kanaaniten in Venedig selbstverständlich, das ist eine Stadt, die sie gebaut hatten, die ganz auf Wasser getragen ist. Das ist interessant, wenn man das betrachtet, unter Seerecht zum Beispiel. Da haben die also angefangen, sozusagen in Europa Fuß zu fassen und von da aus über viele verschiedene Kriege und Revolutionen, die kann man alle jetzt gar nicht aufführen, sozusagen ihre Macht zu ergreifen. Und die haben also
Sie haben immer das gewollt im Ausgleich für die lilane Farbe, was dem anderen jetzt am wichtigsten war. Ja, das war in Europa natürlich Gold, vor allen Dingen auch von den Briten. Die wollten hauptsächlich da Gold haben und Silber und Zinn. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel Josef von Arimathea, das ist vielleicht weniger bekannt, aber er kommt aus Irland eigentlich. Und er war einer der Eigentümer der größten Zinnminen damals. Das heißt, sie haben versucht, ihm auch da großen Schaden zuzufügen. Er wollte das Zinn nicht an die veräußern und weitergeben. Und sie haben sich das dann mit Gewalt genommen. Das ist immer das, was sie getan haben. Wenn man nicht mit ihnen Handel gemacht hat, unter deren erschreckenden Bedingungen, dann haben sie es sich einfach geholt und genommen. Also erobert. Und haben da auch vor nichts zurückgeschreckt. Weder Mord, noch Vergewaltigung, noch Brand, noch sonst irgendetwas. Die haben keine moralische Barriere, die sie davon abhält, irgendetwas zu tun. Aber sie wissen, dass es verkehrt ist und falsch ist. Denn sonst hätten sie das alles nicht so verborgen. Denn worüber ich hier spreche, das hat den Justus Mullins viele Jahre gebraucht, wahrscheinlich den größten Teil seines Lebens, um dem überhaupt auf die Spur zu kommen. Und er hat immer wieder bemerkt, wie gut versteckt diese Dinge sind und wie viel von diesen Situationen oder Beschreibungen solcher Situationen und Ereignisse wirklich verschwunden sind aus den normalen Annalen der Geschichte. Und es ist wichtig, dass das am Leben erhalten wird. Es ist wichtig, dass dieses Wissen am Leben erhalten wird. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, darüber in der Öffentlichkeit zu schreiben oder zu sprechen. Aber man kann sich überlegen, ob man nicht in privaten Kreise mal darüber spricht und vielleicht da das Buch genauer anguckt von Justus Mullins. Und da gibt's noch sehr viel mehr Interessantes, das kann ich alles jetzt gar nicht erwähnen, dass man das mal betrachtet und liest und nachverfolgt, was da passiert ist. Das ist wichtig, dass man das versteht, denn man muss wissen, mit wem man es zu tun hat. Und wir haben es heute zu tun mit den Abkömmlingen der Kanaaniten. Also wir haben es zu tun mit Kanaaniten. Wie geht's weiter? Nun, vieles ist jetzt von da ab bekannt möglicherweise. Handel wurde getrieben. Die Kanaaniten haben sich das im Tausch für die lilane Farbe besorgt, was sie vom anderen wollten, um ihn zu entmächtigen, zu entmachten. Ja, das war in Europa Gold, Rohstoffe, Kupfer und so weiter. In Afrika waren es die Diamanten. Und dann später war es das Öl. Und als sich dann herausgestellt hat, dass es sowohl Diamanten wie Öl wie Sand am Meer gibt, da haben sie dann versucht, durch ihre Monopole die Förderung und den Verkauf, die Veräußerung zu verknappen. Ja, das heißt, es gibt Öl wie Sand am Meer. Ich kenne jemanden, der ist regelmäßig in Aserbaidschan, er ist im Ölgeschäft in Großbritannien. Und wenn der in Baku ist, die ganze Stadt riecht nach Öl. Das kommt da regelrecht aus dem Gestein heraus. Ja, dann in Afrika gibt es ganze Ländereien, wo Diamanten geradezu rumliegen. Man muss sie bloß aufsammeln. Und alle diese Dinge sind unter Monopol. Also das sind die Trademarks, also die Zeichen der Kanaaniten. Und die sind mehr oder weniger unter sich. Sie verwenden die Shem in vieler Hinsicht, um deren Arbeit zu tun. Sie verführen auch die Shem, bestimmte Dinge zu tun, die dann bei denen ein so schlechtes Gewissen auslösen, dass sie hinterher erpressbar werden. Die Kanaaniten selber wissen, dass das, was sie tun, eine absolute Rebellion ist gegen Gott und dass sie das verstecken müssen. Und das zeigt eine große Schwäche von denen. Jetzt mittlerweile sind sie sich immer sicherer, dass sie den Griff über die Welt schon fast in ihrer Hand halten. Aber das trügt, der Schein ist trügerisch, dem ist nicht so. Es wachen immer mehr auf. Die Kanaaniten hatten schon in den 50er Jahren einen Atomkrieg geplant zwischen Ost und West. Und das ist also jetzt nach 60 Jahren hat sich nicht materialisiert, weil es auch wirklich sehr mutige und kriegerische Shem gibt, die an machtvollen Positionen sitzen und die dem einfach nicht nachgeben, die also sehr mutig sind und das verhindern. Dazu ein Aufwachen generell gesehen in der Bevölkerung ist etwas, was die Kanaaniten mit großer Sorge betrachten. Also es ist noch nicht vorbei, aber es ist 5:12. Und deswegen ist es wichtig, dass man das weiß. Jetzt,
Die Kanaaniten also haben zuerst sich alles angeeignet, was von Bedeutung war für ihre Gegner. Sie hatten einen ganz besonderen Hass auf Rom und später auf das römische Rechtssystem und haben es dann geschafft, in den Augen der Menschen das römische Rechtssystem in so ein falsches Licht zu rücken, dass man heute das römische Rechtssystem fast schon mit Faschismus gleichsetzt. Und das ist natürlich eine derartige Doppelzüngigkeit, das geht um so viele Ecken, da kratzt man sich am Kopf, um wirklich zu verstehen, was da passiert ist. Und ja, zum Beispiel der amerikanische Senat hat die, oder Kongress hat die Fascis, also diese Rutenbündel da als Zeichen. Und da wird behauptet heute in den alternativen Medien, dass das eben das Zeichen für Faschismus sei. Nun, Faschismus, wie Mussolini das mal richtig formuliert hatte, ist die Herrschaft der Corporations, also der Firmen, der Fiktionen. Und genau das ist, was eine Regierung ist. Es ist eine Herrschaft der Firmen, der Corporations. Das heißt, es ist Business. Okay? Und entweder macht man Business mit denen oder man macht es nicht. Das heißt, es ist keine Absolutherrschaft, sondern es ist eine induzierte, in die Köpfe der Menschen induzierte Herrschaft. Faschismus, Kommunismus, Sozialismus, das alles gibt es nicht als eine absolute Form der Herrschaft. Es ist alles das Gleiche, es sind alles Thesen und Antithesen, die von den Kanaaniten geschaffen wurden, um sozusagen die Shem, die Menschheit sozusagen, in dieses Spannungsfeld zu stellen zwischen allen möglichen Thesen und Antithesen. Wie wenn es dann nur diese Wahl gibt. Und natürlich war dann das Nächste, nachdem sie sich Reichtum angeeignet haben, war die Kontrolle Roms. Das war natürlich ein großes Ziel. Und vor allen Dingen auch die katholische Kirche, denn das Christentum, was ganz besonders eben unter den Shem einen nahrhaften Boden gefunden hatte, auf dem es sich sehr positiv ausbreiten konnte. Man muss zurückdenken an Zentraleuropa, Deutschland, Österreich, ja, Ungarn, Schweiz. Das waren die Hochzentren der Industrie und der Wirtschaft. Und das ohne große Mithilfe der Kanaaniten. Das heißt, das waren die führende Industrienation, Deutschland ganz besonders. Und dazu kam der Gerechtigkeitssinn der Deutschen. Dazu kam die Fairness. Ja, das ging so weit, dass das deutsche Handelsrecht aus Mitte des 19. Jahrhunderts als Vorlage diente für den Uniform Commercial Code der Vereinigten Staaten, der eigentlich heute weltweit in Effekt ist. Also das Christentum war ein großes Hindernis für die Kanaaniten, ihr Ziel zu erreichen. Und das ist, diesen Fluch loszuwerden, dass sie untertan sind allen anderen, den Abkömmlingen von Shem und Japhet. Jetzt über die Abkömmlinge Japhets habe ich gar nicht viel gesagt. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber das ist ähnlich, verhält sich ähnlich wie mit den Shem. Und das heißt, sie haben dann versucht, natürlich die Religion und die verschiedenen Nationen zu infiltrieren, auch sehr erfolgreich. In der Bibel hat Gott immer wieder davor gewarnt, dass wenn die wahren Israeliten, und das sind nicht die Kanaaniten, sondern das sind die, die von Gott sind, die Shem, das sind die wahren Israeliten. Wenn die sich nicht gegen die Kanaaniten wehren, dann wird er die Kanaaniten wie eine Pestilenz über die Shem hereinbrechen lassen, bis die verstehen, um was es geht. Das ist also, das unterstützt jetzt die These, dass eben wirklich die Kanaaniten zwar ein Fluch sind, auch für uns oder geworden sind durch ihr eigenes Machenschaften, aber dass sie eben auch dazu da sind, dass wir lernen, mit ihnen umzugehen und das sozusagen zu transformieren. Das heißt, jetzt sozusagen dieses Böse, was da entsteht, diese Todeskräfte, die über die Kanaaniten wirken, zu verwandeln in Lebenskräfte. Das ist das, um was es, denke ich, letztendlich geht. Und das heißt, sie haben die katholische Kirche infiltriert. Nach dem dritten Jahrhundert fing das an. Sie haben dann sich das Papsttum unter den Nagel gerissen, zwar nicht kontinuierlich. Es gab viele Päpste, die dem Einfluss der Kanaaniten widerstanden hatten. Die Kanaaniten haben sich eben anders benannt, nachdem aufgedeckt wurde, was für Machenschaften sie von Urzeiten an getätigt haben. Und sie haben sich umbenannt zum Beispiel in Maranos oder aber in die Phönizier. Das sind nur einige der Namen, die sie sich selber gegeben haben. Und Moranus oder Maranus, sagt man auch, da haben sie sicherlich schon was von gehört. Das sind diejenigen, die eine bestimmte Glaubensrichtung des Judentums infiltriert haben. Und das war ein Stamm aus Judäa, aus dem Stamm von Judäa kamen drei Unterstämme,
Zwei davon waren reine Shem-Stämme, einer war aber auch vermixt oder vermischt mit Abkömmlingen der Nephilim, also von Nimrod. Und mit denen haben die sich verbandelt und haben dann sich auch das Papsttum unter den Nagel gerissen. Und ein ganz berüchtigter Papst war Alexander der VI., der an der Macht, muss man sagen, war und der also Dinge getan hat, gemordet und geplündert hat. Das kann man einfach gar nicht aussprechen, was der alles angerichtet hat. Er hat den französischen König zu dem Zeitpunkt so weit auf die Palme gebracht, dass der tatsächlich dann auf Rom losmarschiert ist, um den Papst zu entmächtigen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und alle Könige damals, in Europa zumindest, ja, die waren nur Könige, weil der Papst sie dazu gemacht hatte. Das heißt, die Könige damals, die waren von Gott ordained, sagt man dazu, von Gott sozusagen gesalbt, Könige zu sein. Und es war die Aufgabe, dass diese Könige christlich ihre Domäne verwalteten. Das heißt, dass sie dafür sorgten, dass deren Untertanen Gerechtigkeit widerfuhr und dass es gerechte Gerichte gab, dass niemand geplündert wurde. Und was wir heute in der Geschichte lernen über Könige und auch Königinnen, das ist zum größten Teil ein solcher absoluter Humbug und Unsinn. Das kann man wirklich nur noch als Fantasie beschreiben. Das hat nichts mit dem zu tun, was wirklich geschichtlich, also wirklich passiert ist in der Vergangenheit. Das war Papst Alexander der VI. Seine Söhne beide haben gemordet und haben an Verbrennungen teilgenommen. Das heißt, die Kanaaniten waren auch berüchtigt dafür, dass sie Menschen verbrannt haben. Ja, und das gibt jetzt ein ganz neues Bild, zum Beispiel der sogenannten Inquisition. Was war die Inquisition wirklich? Die Inquisition war nicht eine Verschwörung der Jesuiten, um Hexen auszurotten, sondern die Inquisition war die Bemühungen von Kanaaniten durch die katholische Kirche, eben Christen sozusagen zu opfern. Also in alten heidnischen Ritualen. Das war die Verbrennung sozusagen. Dazu gehörte auch Folter. Niemand von den Shem, zumindest weitgehend nicht. Das war nicht in dem Blute, das war nicht im, man würde heute sagen, in den Genen der Shem, hat sich jemals engagiert in irgendeiner Form von Massenmord oder Blutrünstigkeit. Ja, das heißt, das ist einfach, den Shem widerstrebt das völlig. Die Shem haben großen Gerechtigkeitssinn und sie werden Blut vergießen dann, wenn sie sich verteidigen und vor allen Dingen, wenn sie sich verteidigen gegen die Kanaaniten. Das wurde ihnen aufgetragen. Und wenn sie das vergessen hatten, und wenn sie sich wieder vermixt hatten mit den Kanaaniten, dann haben sie sehr schnell wieder gelitten. Und genau das ist heute, womit wir es zu tun haben. Das heißt, wir haben es nicht zu tun mit irgendwelchen durch Zufall platzierten Psychopathen, sondern wir haben es wirklich zu tun mit der Lenkung und Leitung durch Kanaaniten, die im Hintergrund durchaus auch Shem benutzen, die sich selber entehrt haben, die jetzt sich dafür schämen für das, was sie getan haben, die jetzt erpressbar sind, eben ihre Mitbrüder sozusagen und Mitschwestern drangsalieren durch das Rechtssystem, durch das kommerzielle System und so weiter und so fort. So, nachdem das jetzt alles gesagt wurde und es gäbe noch sehr viel mehr dazu zu sagen, wir sprechen dann über das Bankwesen das nächste Mal, das hat natürlich unmittelbar damit zu tun, nachdem das jetzt gesagt wurde, auch die Kanaaniten, so wie jeder andere auch, unterliegen den Naturgesetzen. Und Fluch hin oder her, ja, ob es den Fluch gibt oder ob es den Fluch nicht gibt, das spielt wirklich jetzt in dem Sinne keine Rolle. Auch sie müssen sich an die Naturgesetze halten. Und die Naturgesetze sind von dem Schöpfer der Natur gemacht. Und man kann, sie können versuchen, diese aufzuhalten, sie können versuchen, diese zu verzögern. Das können sie alles tun. Aber sie können sie nicht abschaffen. Das können sie nur in unseren Köpfen. Das heißt, sie lehren uns allen möglichen Unsinn, wo wir dann hinterher der festen Überzeugung sind, dass Schwarz weiß ist und Weiß ist Schwarz. Und genau das ist passiert. Ja? Aber in der Realität, in der Wirklichkeit, können sich auch Kanaaniten nicht wehren gegen die Naturgesetze. Sie können sich nicht wehren gegen den Fluss von lebendiger Energie. Energie will immer fließen, wird sie aufgehalten, kommt es zu einem Stau und irgendwann entlädt sich das. Das kann man wie mit einem Kondensator vergleichen.
aus der Elektrotechnik, ja. Und jetzt haben die es hervorragend verstanden, uns sozusagen als Kondensatoren einzusetzen. Das heißt, wir stehen da in der Entladung. Und das ist natürlich ein ordentlicher Funkensprung, der dann unsere Existenz bedrohen kann. Das kann man wirklich so sehen. Es gibt auch ein Schriftstück, was aus entsprechenden Kreisen kommt, was eben das ganze Wirtschaftsleben als einen elektrischen Schaltkreis darstellt und die Menschen als Kondensatoren oder als Widerstände und so weiter und so fort, je nachdem. Das ist ein wirkliches Dokument und das ist sehr ernüchternd und erschreckend, aber das wird wohl tatsächlich so eingesetzt, um die Wirtschaftlichkeit von heutigen modernen kanaanitischen Wirtschaftskonglomeraten sozusagen zu lenken und zu steuern. Also auch die Kanaaniten unterliegen diesen Naturgesetzen. Und wenn man das versteht, dann hat man auch wirksame Handlungsweisen gegen deren Machenschaften. Und das ist das, wo wir eben darauf hinarbeiten wollen, dass wir das können. Denn all diese Papiere, diese Prinzipien, diese ursprünglich kommerziellen Papiere, das ist nicht etwas, was sich die Babylonier ja ausgedacht haben, sondern das ist etwas, was ganz natürlich und selbstverständlich eine, könnte man sagen, Fiktion von menschlicher Energie darstellt, die notwendig ist, damit auch Handel und Austausch von Werten über größere Distanzen geführt werden kann. Ja? Zum Beispiel die Kreuzzüge. Jetzt, was waren die Kreuzzüge? Ja, das wird auch heute so dargestellt, wie wenn die Kreuzzüge etwas waren, wo die katholische Kirche ausgeritten ist in fremde Nationen und die Menschen unter der Androhung des Schwertes zum christlichen Glauben gezwungen hat. Das ist völliger Unsinn. Die Kreuzzüge waren tatsächlich dazu da, in bestimmten Regionen, die besonders unter Attacke waren von den Kanaaniten, die Christen zu verteidigen. Das waren die Kreuzzüge. Das war nicht hier die Eroberung durch das Schwert, um die zum Christentum zu überreden. Das ist Unsinn. Das ist völlig gegen das christliche Prinzip und das kann jeder erkennen, dass das nicht gewesen sein kann. Nein, die Kreuzzüge waren dazu da, häufig sowas wie Gold, wie Wertgegenstände, ja, aus den belagerten Regionen herauszuschaffen und es zu verwalten, um eben nach einem Sieg oder auch nach einer Niederlage denen wenigstens nicht die Reichtümer zu hinterlassen. Und mit den Kreuzrittern waren auch verbunden die ursprünglichen Templer, die heute auch unwahrscheinlich verrissen dargestellt werden in der Geschichte. Die ursprünglichen Templer, die waren dazu da, die Treuhandschaft zu übernehmen für diese Schätze, die eben geschützt wurden. Und das heißt, die Nachkommen oder die Erben dieser Schätze, die geschützt wurden durch die Kreuzritter, die konnten das dann wieder fordern und für sich verwenden. Und natürlich können Sie sich vorstellen, die Verfolgung der Templer durch die Kanaaniten hat dazu geführt, dass die Templer Schätze, das waren nicht Kanaaniten, dann natürlich wieder in die Hände der Kanaaniten gefallen sind, durch deren Machwerk, durch die Inquisition zum Beispiel. Das war auch mitunter die Verfolgung der Templer. Und die Kreuzritter waren aber, sind auch klüger geworden mit der Zeit und haben dann zum Beispiel ihre eigenen Banken eingerichtet. Die haben sich das abgeguckt von den Kanaaniten. Das nannte man damals nicht Bank. Ich weiß nicht, wie man das nannte. Aber sie haben über die Welt verteilt, also vor allen Dingen über Europa verteilt, Banken eingerichtet, die untereinander sich getraut haben. Das heißt, untereinander, wenn eine Bank gesagt hatte, ja, dieses Papier ist gut, dann hat eine andere Bank das akzeptiert. Und so haben die aufgehört, dann oft das Gold hin und her zu schippern, sondern sie haben das zu den gut bewachten, von den Templer bewachten Banken gebracht, wo dann Papiere ausgestellt wurden, sowas wie Wechsel oder wie Promissory Notes. Ja, das heißt, die haben das durchaus verwendet und das war sehr effektiv. So konnte nämlich zum Beispiel durch das Kreditwesen oder das Goldwesen, das Geldwesen, konnten dann tatsächlich Reichtümer verbracht werden auf fiktive Art und Weise. Und es wurde somit die Forderung verlagert auf bestimmte Schätze außerhalb der Gerichtsbarkeit von bestimmten kanaanitischen Territorien. Das war also sehr geschickt gemacht. Und man sieht also, dass hier die Fiktion durchaus Sinn macht. Und deswegen ist Kommerz nicht etwas, was rein kanaanitischer Natur ist, sondern was begründet ist und seinen Ursprung hat wirklich in den Naturgesetzen, einfach in der ganz normalen
Wahrnehmung der Menschen, dass sie untereinander Energie austauschen müssen, um überhaupt Wert zu schöpfen, um sich selbst gegenseitig zu bereichern. Ja, der eine ist Schmied, der andere ist Dachdecker und so weiter. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Der dritte ist Schreiner. Ja, würde jeder sein eigenes Haus bauen wollen, dann müsste er viele Dinge lernen und das wäre nicht sehr effektiv. Also dafür gibt es eben dann die speziellen Berufe. Und man tauscht also so in der Form Energie aus durch Arbeit. Und wenn man dann, wie das heute passiert ist, als Shem ganz besonders, als Kondensator im Geldwesen der Kanaaniten sitzt, dann ist man sozusagen derjenige, der haftet für all die Schulden, die die Kanaaniten machen. Das heißt, die haben den Fluch regelrecht auf den Kopf gestellt. Und das konnten sie natürlich nicht mit lebendigen Männern und lebendigen Frauen machen. Das ging nicht. Das wäre eine totale Versündigung gewesen und wahrscheinlich wäre ihnen der gar ausgemacht worden schon vor langer Zeit. Also sie haben sich etwas in ihrer sehr, muss man sagen, etwas bewundernswerterweise durchaus großartigen Intelligenzkräfte, haben sie sich etwas einfallen lassen. Sie haben die Rechtsfiktion auf eine ganz neue Ebene gehoben. Und das ist die Ebene der Person. Das heißt, sie haben den Menschen dazu gebracht, sich nicht mehr unter Gott zu stellen, sondern sie haben den Menschen dazu gebracht, diese Rechte oder diese Eigenschaften, die göttlichen Eigenschaften aufzugeben, freiwillig, natürlich durch lange Arbeit und Gehirnwäsche und so weiter, das gehört mit dazu, die Religionslosigkeit, ja, die Geistlosigkeit und so weiter. Der Mensch hatte keinen Halt mehr in seiner Seele. Und es war dann leicht, einfach zu sagen, naja, Gott gibt es nicht und wir sind jetzt im Zeitalter der Revolution und wir sind die Erleuchteten. Ja? Und dann haben sie etwas gemacht, was ein wirklicher Fehler war, denn Gott steht über allem, unter ihm steht der Mensch. Und der Mensch schafft Regierungen. Der Mensch schafft Formen von Handelsgemeinschaften oder Religionsgemeinschaften. Der Mensch ist immer in Kontrolle. Und das hat er auch bis für lange Zeit getan in seinen eigenen Gemeinschaften. Jetzt kommt die Ebene der Kanaaniten da rein. Die Verführer, ja, die drehen das alles auf den Kopf. Die infiltrieren das Geistesgut der Menschen, die Gedanken, die Kultur, die Erziehung, das Wissen. Und abstrahieren es alles und fiktionalisieren es und stellen sich auf einmal dar als die Schöpfer dieser Fiktion. Und das ist natürlich korrekt. Das sind sie auch. Steht sogar in Paragraph 10 Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch. Steht das ja geschrieben. Der Name der Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Das heißt, sie sind die Schöpfer der Person, der Fiktion. Und wenn jetzt der Mensch dann von oben, von seiner hervorragenden Position, nämlich gleich unter seinem Schöpfer, sich einlässt auf die Person, dann steht er auf einmal unter all dem. Dann steht er auf einmal unter der korrumpierten Regierung, die er selber geschaffen hat. Er hat selber das Flussbett geschaffen für diese kanaanitischen Einflüsse und er unterliegt jetzt der Fiktion. Das heißt, er ist jetzt ganz unten in der Nahrungsmittelkette, wenn man so will. Das heißt, von Mensch zur Person ist, das kann man so beschreiben, das ist der Fall des Menschen. Das ist der Fall der Menschheit. Damit unterliegt man den gefallenen Engeln, wenn man sich als eine solche Person darstellt oder empfindet und sieht. Ob das jetzt eine natürliche Person ist oder ob das eine juristische Person ist oder eine Corporation Soul, spielt wirklich überhaupt keine Rolle. Alles, was nicht von ihnen geschaffen wurde, nicht von ihnen kontrolliert wird, nicht über welches sie keine Kontrolle ausüben, dem unterliegen sie, wenn sie das annehmen. So, das ist das eine. Jetzt ist es aber so weit gekommen, dass der Mensch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, ohne diese Fiktion auszukommen, einfach aufgrund dieser bahnbrechenden Impertinenz dieser Kanaaniten. Und jetzt haben die Kanaaniten sich selber da in eine Ecke hineingedrängt. Sie haben nämlich eine Situation geschaffen, wobei es notwendig geworden ist für die Menschen, sich ihrer Fiktion zu bedienen. Und Notwendigkeit ist genau das, was es sagt. Es wendet die Not. Und wenn man jetzt die Person sozusagen unter seine Kontrolle zieht, unter natürlichen Recht, dann auf einmal verlieren sie die Kontrolle und werden Opfer ihrer eigenen kommerziellen und legalen Machenschaften. Das heißt, alles hat immer zwei Seiten
Und gerät man in einen Nachteil hinein, dann muss es eine Möglichkeit geben, aus dem herauszukommen. Und vielleicht ist das der Fluch von Kanaan, der über die Kanaaniten ausgesprochen wurde. Und diese Absolutheit, welcher ihnen einen Ausweg unmöglich gemacht hat, was sie dazu veranlasst hat, so zu reagieren, wie sie sind. Das muss man sich überlegen. Das heißt, deswegen spreche ich auch immer davon, dass man auch einem Richter, auch einem Staatsanwalt, ganz gleich wer er ist, ob der jetzt Kanaanit ist oder nicht, spielt wirklich jetzt dann im Einzelnen weniger eine Rolle, immer eine Hintertür offen lassen. Ja, denn man will, ich will nicht in so eine Situation kommen, weil mein Vater irgendwas falsch gemacht hat, dass ich für alle Ewigkeiten unter einem solchen Fluch stehe. Und meine Kinder und meine Enkel. Ja, die stehen unter diesem Fluch. Und das, was sie getan haben über Jahrtausende hinweg, ist, dass sie sich dagegen gewehrt haben und alles auf den Kopf gestellt haben in der Welt, was man auf den Kopf stellen kann. Und ob das beabsichtigt ist oder nicht, spielt weniger eine Rolle. Sind wir Schem, dann müssen wir uns auch so verhalten. Und das heißt, wir müssen ja den Stier bei den Hörnern packen, okay, und mit ihm umgehen. Und das mit Mutigkeit, nicht mit zu hoher Risikobereitschaft, also mit Leichtsinn, mit Nachlässigkeit, mit Fahrlässigkeit, sondern mit Wissen und mit einer holotropischen Sichtweise.